Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer neuen Quizshow. Was will ich sagen? Ich möchte gerne hier die Kandidatin Jugendkurs Rot begrüßen. Ein Applaus bitte. Und auf der anderen Seite den Jugendkurs Homburg. Natürlich brauchen wir eine nette Assistentin, die für uns mit dem Körper spricht. Heißen Sie hier meine Kandidatin Frau Meier. Unser Spiel wird aus mehreren Runden bestehen. Jede von dieser Gruppe sucht sich einen Kandidaten aus und der sitzt hier und hier. Daraufhin wird unsere Assistentin ein Gefühl ausdrücken. Nur mit dem Körper, mit dem Gesicht oder mit den Händen. Wenn ein Kandidat glaubt, er hat verstanden, was sie uns sagen will, klingelt er mit dieser Glocke. Nur dann darf er sprechen. Wenn ein Kandidat spricht, ohne vorher mit der Glocke zu klingeln, kriegt er Minuspunkte. Und meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, wir können einen großen Preis gewinnen. Wenn kein Kandidat errät, was unsere sehr hübsche Assistentin sagen wollte, werden wir sie darum bitten, das noch einmal zu machen. Wir schaffen das nicht, dann gehen wir einfach zu der nächsten Sprache weiter. Wir haben Gefühle und Stimmungen aufgeschrieben. Sie können darauf zeigen und mir sagen, welches davon für die Körpersprache gilt, die wir hier gezeigt bekommen. Die Teams beraten sich jetzt und suchen einen Kandidaten jeweils aus, der hier nach vorne kommt. Oh, Jugendkurs Rot war schon sehr schnell. Juhu. Nicht so schüchtern sein. Juhu. Beliebte Assistentin wird uns jetzt etwas vorstellen. Ja. Unsicher? Unsicher. Und wo blieb die Glocke? Und. Und damit hat Jürgen gewonnen. Jetzt haben wir nicht vergessen, er muss klingeln. Unsicher war das richtige Wort. Also Newton und Inas werden jetzt in die zweite Runde gehen. Bitte, wir möchten das zweite Gefühl haben. Genervt? Nein. Aufgeregt? Nein. Sauer. Busi? Ja! Auch einen Punkt bekommen und wir können zu der dritten Runde gehen. So, liebe Kandidatin, das nächste Gefühl. Traurig? Sehr gut! Sie dürfen sich einen Punkt geben. Und nun zu der letzten Runde für Newton und für Inas. Wer wird gewinnen? Bitte, das vierte. Ängstlich? Ja, ängstlich ist richtig und damit wäre diese Runde vorbei. Sie dürfen auf Ihren Platz zurück und wir bekommen zwei neue Kandidaten. Sie beide möchten wir ganz kurz kennenlernen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Mustafa. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Oh, Syrien. Das ist ein schönes Land, nicht wahr? Ja. Oh, das war's. Und wie heißen Sie? Ich heiße Gangan. Und woher kommen Sie? Ich komme aus dem Irak. Das sind Nachbarn, nicht wahr? Ja, klar. Ah, das ist doch wunderbar. Da werden wir bestimmt gut zurechtkommen. So, können wir beginnen? Ja. Konzentration.
Dann gewaltig. Ja, und wie lautet das Wort richtig? Langeweil. Gelangweilt. Sie ist nicht langweilig. Sie ist gelangweilt. Genau. Großer Unterschied. Gut, dürfen Sie einen Punkt holen. Wir kommen zu dem nächsten Gefühl. Das gibt Probleme. Beleidigt? Ja, beleidigt. Sehr schwer, nicht wahr? Eine Frau, bei einer Frau zu erkennen, ob sie gelangweilt ist oder beleidigt. Genau. Das können wir ja nie genau wissen. So, wir kommen jetzt zu noch einer Situation. Aufgeregt. Ja! Ein Applaus! Wir kommen jetzt wieder zu der letzten Runde für die beiden und Film ab. Schüchtern. Ja, sehr gut! Ein Applaus! Wir haben Gleichstand, einen Punkt für Sie, 4 Punkte und 4 Punkte. Wer wird hier gewinnen? Die beiden Herren können zurück zu ihrem Team und wir holen eine Gruppe nach vorne. Vielen Dank, vielen Dank. Und nun zu der entscheidenden Runde. Beide Teams sind gleich gut, gleich stark. Wir wollen sehen, wer jetzt weiterkommt. So, und wir kommen wieder zu unserer Assistentin. Bitte zeigen Sie uns etwas. Sechs. Ja! Andrea scheint ja ein bisschen Erfahrung da drinnen zu haben, nicht wahr? Und Assad, nicht aufgeben, weitermachen. Das nächste Gefühl. Boah. Sauer. Nein. Jetzt? Ja! Die Spannung steigt. Was kommt denn wohl als nächstes? Verliebt. Sehr gut. Wasser und auch einen Punkt. Und jetzt das letzte Gefühl. Sauer. Meine Damen und Herren, unser Punktestand ist 6-6. Das ist jetzt die Todesrunde. Sie dürfen nur einmal antworten und nicht mehr 2 oder 3 Mal. Bitte. Setzen Sie sich hin und... So, sind die Kandidaten bereit? Also, unsere Assistentin, bitte das nächste Gefühl. Wollte. Bitte schaut genau hin. Unsicher. Nein.
cosa? Interessante. Ja. Interessante. Trotzdem hat die Gruppe Homburg gewonnen. Punkte gegen 8 Punkte. Ich würde sagen, sie sind alle Experten darin, die Frauen zu lesen. Ja. Damit wollen wir uns von allen verabschieden und wir hoffen, alle haben etwas gelernt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was will ich sagen? Juhu.